Okay, stellen Sie sich kurz vor, was Sie hier machen. Mein Name ist Julia Junge und ich bin Vertreterin der Klimaallianz hier, die neue Leiterin der Geschäftsstelle. Und wir setzen uns hier dafür ein, dass Klimaschutz in Deutschland ernst genommen wird, nehmen politischen Einfluss darauf und vertreten dabei, und das ist das ganz Besondere an der Klimaallianz, 110 Organisationen, nicht nur aus dem Umweltbereich, sondern auch aus dem Entwicklungshilfebereich, aus dem Eine-Welt-Bereich, von den Gewerkschaften, Kirchen, kirchliche Organisationen, Jugendverbände, also ein sehr, sehr, sehr breites Bündnis, die sich sozusagen gemeinsam auf die Fahnen geschrieben haben, deutlich zu machen, dass Klimaschutz nicht nur ein umweltpolitisches Ziel ist, sondern ein Anliegen ist, das aus der Mitte der Gesellschaft kommt und wichtig ist für uns. Können Sie vielleicht was zu Ihren aktuellen Projekten oder Veranstaltungen sagen? Ja, wir planen gerade in 4 Wochen den 3. alternativen Energiegipfel. Das ist quasi das Forum, wo wir schauen werden, Zwischenbilanz zu ziehen, was ist jetzt ein knappes Jahr nach dem Energiewendegesetzpaket passiert, wo sind wir vorangekommen, was muss noch passieren, wo braucht es neue Impulse und was seit einigen Jahren schon sehr erfolgreich läuft, ist die Anti-Kohle-Kampagne der Klimaallianz. Da setzen wir uns wirklich vor Ort an geplanten Standorten dafür ein, dass Kohlekraftwerke nicht gebaut werden. Und was sind Ihre Hauptanliegen hier auf der MacPlanet? Wir wollen uns mit unseren eigenen Mitgliedsorganisationen vernetzen und unsere Ziele und Positionen klar machen und deutlich machen, dass wir irgendwie genutzt werden können, auch von unseren Mitgliedern dafür, uns einzubringen in die politische Landschaft. Und natürlich interessieren wir uns für die Inhalte, also zu schauen, wo ist der Diskurs gerade, welche neuen Ideen gibt es, um Klimaschutz voranzubringen. Knüpfen Sie da auch an? An was? An die neuen Ideen, die hier gebracht werden? Das hoffe ich sehr. Also ich glaube, wir müssen noch mal schauen, wie wir an diesen Green Economy Deal sozusagen, was da an Themen sich für den Klimaschutz ganz konkret daraus ergibt. Momentan erlebe ich das noch als eine Diskussion, die auf einem sehr hohen Niveau stattfindet, aber eben auch sehr allgemein. Also für Rio+20 ist vor allen Dingen das Forum Umwelt und Entwicklung in den Vorbereitungen gerade stark involviert. Sie sind sozusagen eine unserer Organisationen, eine Partnerorganisation, und die eben die ganze Themenbreite spielen können. Also Klimaschutz ist ja nur ein Thema bei Rio+20, wenn auch sicherlich irgendwie mit das Aktive. Und ich denke, dass es der Auftrag der Klimaallianz nochmal sein sollte, an der Stelle dafür zu sorgen, dass sich die Mitgliedsverbände, die alle in diesen Diskursen dabei sind, dass die sich besser vernetzen und besser abstimmen und mit Kampagnen und Projekten, Aktionen und Positionen gut zusammenspielen, damit es sozusagen einen erhöhten Druck von Nichtregierungsorganisationen gibt, da zu besseren Ergebnissen zu kommen, als die sich gerade abzeichnen. 2009 war ja die große Klimakonferenz in Kopenhagen und man hatte große Erwartungen und das Ergebnis war ja nicht so, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat. Dann ist das Thema so ein bisschen aus dem Fokus jetzt gekommen, auch durch die Eurokrise, die Finanzkrise. Wie sehen Sie denn die Allgemeingesellschaft, die Diskussion gerade, und wie versucht die Klimaallianz das Thema sozusagen immer wieder im Bewusstsein zu halten? Was gibt es für Aktionen, Initiativen, Stand der Dinge so ein bisschen aus Ihrer Sicht? Also das Energieforum in 4 Wochen, unser Energiegipfel, wird für mich dann ein wichtiger Punkt sein, um sozusagen die Debatte wieder voranzubringen, um auch deutlich zu machen, dass Klimaschutz in Zeiten von Eurokrise nicht hinten runterfallen darf, sondern dass es ein wichtiges Tool ist, um eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen, und zwar eine Entwicklung, die eben auch krisensicher ist. Also ich meine, es ist so ein bisschen doppelt frustrierend in unserer aktuellen Situation natürlich, dass sozusagen alle über die Finanzmarktkrise reden und keiner mehr über Klimaschutz redet, und gleichzeitig auch noch zu sehen, welche Mengen an Geldern auf einmal zur Verfügung stehen, um Banken zu retten, und wie wenig oder wie schwierig es ist, Gelder zu akquirieren, um Klimaschutzprogramme voranzubringen, um eine Energieeffizienzrichtlinie voranzubringen, und wie viele Ressourcen sozusagen in andere Bereiche gerade fließen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, deutlich zu machen, dass Klimaschutz ein Anliegen ist, das viele Generationen umfassen wird und das über die Finanzkrise hinaus Relevanz hat, und dass, wenn jetzt nicht die richtigen Weichen gestellt werden, wir in einigen Jahren noch massivere Probleme als jetzt bekommen werden. Und dass es letztlich auch eine Gerechtigkeitsfrage ist, dass sozusagen, nur weil wir gerade in einigen europäischen Ländern große Probleme haben, wir nicht außer Acht lassen dürfen, dass der Klimawandel bereits jetzt in Ländern des Südens, in Ländern der dritten Welt, der sogenannten, zu massiven Auswirkungen führt, und dass wir dafür verantwortlich sind, dafür zu sorgen, diese Auswirkungen zu reduzieren und dort zu helfen und zu Vorkehrungen zu kommen, dass sich die Krisen dort nicht weiter verschärfen. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Was denken Sie jetzt nochmal im internationalen Rahmen, auch im Hinblick auf Rio+20 und die nächste UNFCC-Konferenz? Ich weiß gar nicht, wo die ist eigentlich. Die letzte war in Durban. Was wären so aus Ihrer Sicht die wichtigsten Forderungen, die ganz schnell umgesetzt werden müssen im internationalen Rahmen? Können Sie uns vielleicht so 3, 4 Stichpunkte? Ja.
Also ich glaube, die wichtigste Forderung ist gerade, dass man in der Energieeffizienzrichtlinie deutlich vorankommen muss, gerade auf europäischer Ebene. Da braucht es endlich richtige Entscheidungen und nicht eine weitere Aufweichung der Vorlagen, sondern eine Entscheidung dafür, dass Staaten auch dafür verantwortlich sind, sorgsamer mit ihrer eigenen Energie umzugehen. Und ich denke, dass wir auch dahin kommen müssen, dass die Ziele der EU deutlicher gesteckt werden. Also das 20%-Ziel ist einfach nichts, was uns auf den richtigen Pfad bringt, sondern wir brauchen eine Reduktion um 30% auf EU-Ebene. Und ich denke, da muss die EU auch mit gutem Vorbild vorangehen. Und da muss Deutschland sich auch wieder anders einbringen. Eine Klimaschutzkanzlerin, die irgendwie in Zeiten der Euro-Krise keine Klimaschutzkanzlerin mehr ist, das zeigt irgendwie sehr deutlich, wo die Schwierigkeiten liegen. Und wir werden da schauen, dass wir dieses 30%-Ziel wieder zurück in die Debatte bringen.